Hallo Leute, geschafft! Das zivile Leben hat mich wieder. Freiheit, yay! Ja, ich bin wieder da und das hier soll quasi ein Ich bin wieder da Video darstellen. Und aus aktuellem Anlass, nämlich einem Kinobesuch vor gut anderthalb Wochen, werde ich nun Fixit Felix Jr. spielen. Ja, man kann sie auch schon lesen. Press Spacebar, gut. Ja, wir sind der blaue Typ da, das ist Felix Jr. Und der ist, wie soll man das nennen? Ich nenne es mal Reparateur, keine Ahnung. So, weil der Typ da oben, und zwar Ralf, der macht das ganze Haus kaputt und wir reparieren es. So einfach ist das. Bam, 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 bam. Einfach mit dem Hammer lustig draufhauen und schon können wir alles reparieren. Und weg da. Eigentlich eine simple Sache. Guck, weg, weg. Sehr schön, sehr schön. Für alle, die mit dem Spiel etwas anfangen können, Daumen hoch, ja. Für alle Kinomuffel, passt auf. Dieses Spiel spielt eine wichtige Rolle im Kinofilm Ralf Reicht's, ja. Ich hoffe, ein paar von euch haben ihn gesehen, weil ich finde den wunderbar. Ich liebe diesen Film. Ja, komm, reparier's. Ja, er hat Witz, er hat Charme, er hat coole Ideen und ich muss auch zugeben, er hat mich stellenweise doch ein bisschen berührt, ja. Oh, oh, eine Ente. Die tut mir dann bestimmt weh. Wurde mir, glaube ich, auch gesagt am Anfang. Ja, doch, ist noch eins. Das hier, ja, ich hab's gesehen. So, bam, 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 bam. Ralf, geh weg, danke. Ja. Also, Ralf Reicht war für mich definitiv einer der Top 3 Filme des Jahres 2012. Definitiv. Also geht ins Kino und schaut ihn euch an. Bums, da fällt er. Ja, geht ins Kino und schaut ihn euch an. Nebenbei, wenn ihr dieses Video seht, ist diese Aufnahme bereits über einen Monat alt. Ja, dann kauft euch eben die DVD, genau wie ich es tun werde. Oder meinetwegen auch die Blu-ray davon. Ist eigentlich egal. Jetzt konnte ich mich nicht mehr bewegen. Warum? Naja, macht nichts. Diese haben ja drei Leben. Komm schon. Ja. Was eigentlich schade ist, dass ich nicht vom Haus runter kann und mich ein bisschen umsehen, weil wer den Film nicht gesehen hat, links von diesem Haus befindet sich Ralf zu Hause. Ja, eine Müllkippe. Und zwar gebaut aus den ganzen Steinen, die er hier ständig vom Haus schlägt, kann man sagen. Ja. Kein schönes Zuhause, wie auch Ralf findet, aber mittlerweile hat er sich daran gewöhnt. Und es gefällt ihm auch. Das war scheiße. Da wollte ich zu schnell sein. So. Aber es geht ja. Nehmen wir an, das Haus wird immer höher, je weiter ich komme. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Nehm es einfach mal stark an. So, dann hier. Ah. Hallo, warum gehst du nicht runter? Ach so. Ach so, dass die Fenster sind. Ach so. Muss mir ja einer sagen, dass ich da nicht entlang kann. Wobei, ich hab's ja selber gemerkt, dann doch noch. Irgendwann. Habe ich gar nicht so drauf geachtet beim letzten Mal. Gab's das da auch schon? Ich weiß nicht. Was? Oh, ein Leben gekriegt. Schöne Sache. Schöne Sache. Und das Haus ist immer noch nicht zu Ende. Aber wir reparieren hier gemütlich und friedlich alle Fenster. Bam, bam. Ralf, machst du was? Ja, du machst was. Schön. Aber da belastet mich das gar nicht. Die Ente wirkt jetzt sehr bedrohlich da. So, Ente, geh weg. Bam. Bam. Und das hier. Schnell, schnell. Gut, 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 gut. Boah, wie hoch ist denn das Haus, bitte? Da ist jetzt ein Fensterladen geöffnet. Heißt, ich kann da auch nicht durch. Alles klar. Komm ich klar mit. Oh, nein. Ja, die Steuerung reagiert teilweise ein bisschen lahm, ja. Aber es geht ja. Erstmal hier unten alles reparieren, linke Ente. Hoch da! Danke. Felix, du musst schon. Oh, da ist so ein Typ, der gibt mir einen Kuchen. Ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr verletzt werden, aber ich will es nicht riskieren. So, ich hab's geschafft. Yay! Du bist super, ich hab's repariert. Haha. Und da kommen die Bewohner und schmeißen Ralf wieder runter. Und Felix kriegt eine Medaille. Ja, Ralf hat auch schon eine Medaille gekriegt, ja. Hm. Aber ich will nichts vom Film wegnehmen. Vorne wegnehmen. Ich will nicht spoilern. Ich kann nicht mehr reden. Ja, seht ihn euch an. Es lohnt sich auf jeden Fall, ja.
Aber es ist von Vorteil, wenn ihr ein bisschen Wissen über Games mitbringt. Weil, mal ganz im Ernst, welcher Nicht-Gamer weiß zum Beispiel, was ein Glitch ist? Ganz im Ernst. Ja, zum Glück wissen wir Zocker das und können uns somit an dem Film erfreuen. So einfach ist das. Ich sagt es mir, ich weiß es echt nicht. Gab es dieses Spiel wirklich mal als Spiel in einem Spielcasino? Also ich hätte es früher nie bemerkt, aber war wahrscheinlich schon, ja, vor meiner Zeit will ich jetzt nicht sagen, aber da war ich bestimmt noch ein bisschen jung. Ich weiß es nicht, aber es wäre cool. Wow, das war wieder knapp. Ralf, hör doch auf, ich weiß, es ist dein Job, da alles kaputt zu machen. Da unten ist doch eins. Ja, das ist sein Job. Er macht es nicht aus Wut oder irgend sowas. Nein, es ist effektiv seine Aufgabe. Komm schon. Lass ich mal noch runternehmen. Ab wie vielen Punkten bekomme ich ein Leben? Weil ich würde dann doch gerne mal wieder eins bekommen. Wobei, ich habe wieder zwei. Das passt schon. Das hier. Aha, ich habe wieder eins. Ich kann jetzt zwar nicht nach... Weg. Ich wollte doch weggehen. Oh, da gibt mir wieder jemanden Kuchen. Yes, wunderbar. Schnell reparieren, schnell. Gut. Haha. Es läuft, Leute, es läuft. Bum. Lalala. Und ja, ich weiß nicht, es sieht wahrscheinlich nicht so aus, aber es macht wirklich Spaß. Ja, ganz im Ernst. Wow, also wieder gut knapp. Nein. Warum bin ich eigentlich unter dem Fensterbrett nicht geschützt? Muss ich das verstehen, Lee? Es würde Sinn machen, wenn mir da nichts passieren würde. Wo ihr schnell seid und hoch da, Ralf. Sehr schön. Nächste Etage. Boah, hier ist alles kaputt, ey. Oh, Ralf, du leistest gute Arbeit. Du forderst mich. Muss ich zugeben. Bums. Und weg. Immer ein bisschen mit einem Auge auf Ralf fixiert sein, um zu sehen, wo er als nächstes angreifen wird. Oh, jetzt macht er sich ja kaputt. Ich kann leben, yes! Ja. Ente, geh weg. Ruhig, weg, krieg wieder Kuchen. Aha. Und schnell reparieren. Sehr schön, und die Ente verschwindet dann auch. Was ist das für ein Wolkenkratzer hier? Oh, neuestes, höchstes Haus der Welt, oder was? Oh, jetzt schon zwei Enten, natürlich. Und da ist ein Kuchen für mich. Wie ne? Da war doch gerade ein Bewohner. So, das schnell. Gut. Ralf, machst du das? Ja. So, reparieren. Reparieren und reparieren. Oh. Nein, du. Henner. So. Repariert. Noch höher, mein Gott. Ja. Erstmal hier runter. Moment, nee, ich will runter da. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor den Enten, muss ich zugeben. Jetzt muss ich weg. Ja, dieser Fensterladen war mir jetzt im Weg. Kacke. Weg da. Oh, Kacke. Nein. Nun ja, egal. Gut, Leute, ich glaube, wir beenden das Spiel wieder und lassen den Figuren aus diesem Spiel wieder ihre Ruhe. Ja, wer den Film gesehen hat, ihr wisst, was ich meine. Gut, Leute, auf jeden Fall, ich bin wieder da. Es geht weiter mit Videos. Ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu und schaut meine Videos. Wunderbar, gut, bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann.